Yoga Pada Yogasana, einfache Variation. Setze dich zunächst auf den Boden und dann hebe den linken Fuß hoch und bringe den linken Fuß in die rechte Achselhöhle. Halte den rechten Fuß an dem linken Oberschenkel. Dann gib den linken Arm nach hinten. Das ist Yoga Pada Yogasana in der einfachen Variation. Durch die Stellung des linken Zehs oder der linken Zehen unter der Achselhöhle wird ein Reflexpunkt stimuliert, welcher Ida Nadi, eben die linke Nasenloch, öffnet. Es gibt eine fortgeschrittenere Variation, die ich nur übersetzen will in Garotes Encyclopedia of Traditional Asanas, und Raffaela kann mindestens manches andeuten. Du setzt dich zunächst auf die Knie und während du auf den Knien bist, hebst du den linke Ferse und gibst die linke Ferse in die Achselhöhle. Und du bist sogar auf den Knien, das heißt, das Gesäß ist oben. Also du fängst so an und dann gibst du die linke Ferse in die rechte Achselhöhle. Anschließend gibst du den rechten Fuß vor den linken an den Fußrücken. Dann bist du nur noch auf den Knien, während die Füße oben sind. Dann hebst du den linken Arm hoch über den Rücken und gibst den rechten Arm auch über den Rücken und du verhakst die Finger. Dann beugst du dich leicht nach vorne und schaust zur Nasenspitze. Besonders schön ist immer zum Schluss bei diesen komplexen Asanas, dass man zur Nasenspitze schauen soll. Wenn es dir gelingt, diesen Anweisungen zu folgen, dann schick mir doch eine Mail oder schreib es in die Kommentare. Das Bild wird hier so dargestellt und ich weiß nicht, ob Durga das, unser Kameramann, ausreichend hinzoomen kann. Und das ist das Bild in Encyclopedia of Traditional Asanas, wobei die Bilder oft mehr der Verwirrung dienen. Aber Bild plus Text zusammen kann man sich mindestens vorstellen. Okay, aber die erste Variation, die Raffaela gezeigt hat, ist durchaus machbar für Menschen mit fortgeschrittener Flexibilität und hilft auch tatsächlich über die Massage des Achselhöhlenpunktes die gegenüberliegende Nasenöffnung zu öffnen.